Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten. Ja, schlechte Nachricht zuerst. Ich darf mich wieder im Namen meiner Vermieter oder für meine Vermieter wieder um Dinge kümmern, die eigentlich komplett unnötig sind. Die gute Nachricht, ihr könnt dabei sein und lernen. Und ja, aber ich hätte jetzt fast gesagt, ihr könnt dann versuchen, diese Fehler nicht zu machen, aber eigentlich gibt es da keinen Weg dran vorbei, denn was ist passiert? Also ich finde, ich mache das eigentlich schon ganz gut, indem mir meine Mieter den Zähler abfotografieren regelmäßig, also zum Beispiel zum Jahresende und natürlich, wenn eine Zählerablesung ansteht. Und das machen wir regelmäßig und so ist es dann aufgefallen. Ich wollte dann den Zählerstand durchgeben und so wie das wahrscheinlich bei jedem anderen Anbieter auch ist, sobald irgendwie die Zählerstände grob abweichen von dem, was erwartet wird, dann gibt es eine Fehlermeldung. Und dann ne, steht dann da irgendwie sowas, ja, also ungewöhnlicher Zählerstand, bitte nochmal prüfen oder bestätigen. Und dann dachte ich mir, okay, das hatte ich, also ich hatte das schon mal woanders gehabt, also zum Beispiel jetzt bei einer Baustelle, wo dann auf einmal der Estrich ausgeheizt wurde und so, wo es dann auf einmal eine sehr starke Abweichung gab beim Heizen. Aber beim Wasser war das jetzt nicht zu erwarten. Also ich dann nochmal die ganzen Zählerstände geprüft und mir in Excel eine Grafik erstellt. Und ja, wie ihr seht, es gibt halt einen linearen Verlauf. Und auf einmal gibt es innerhalb von 2 Monaten eine ganz krasse Abweichung. Und das bedeutet in dem ganz konkreten Fall, ja, im Prinzip 2 Monate stand zusätzlich zum normalen Wasserverbrauch, stand 2 Monate irgendwo ein Wasserhahn komplett offen. Also was heißt komplett offen, aber das waren 8 Kubikmeter, also 8000 Liter jeden Tag, die zusätzlich verbraucht wurden. Also es gibt ja jeden Tag einen normalen Wasserverbrauch und diese 8 Kubikmeter wurden zusätzlich verbraucht. Und ja, das ist im Prinzip jeden Tag mal eben einen Pool füllen und ich habe einen 6 Kubikmeter Pool und ja, da brauche ich im Prinzip, wenn ich den abends einlasse, dann ist der am nächsten Tag ist der dann voll, also deswegen komme ich so da drauf, auf 8 Kubikmeter am Tag ist im Prinzip wie den Wasserhahn den ganzen Tag aufstehen lassen. Und ich habe die Mieter gefragt und das Interessante ist, das ist noch zwischen November und Dezember passiert. 2020 war das und das ist halt jetzt erst aufgefallen wegen der Abrechnung. Alles sehr ungewöhnlich. Also klar, ich dokumentiere das dann immer in meiner Excel-Tabelle und ja, habe die Bilder immer gespeichert, aber ich habe mir noch nie so eine Grafik daraus erstellt, wo ich dann wirklich sehen kann, wenn es da grobe Abweichungen gibt. Aber ja gut, ich meine, ist jetzt nicht viel Arbeit, wenn man das einmal aufsetzt, dann kann man das dann auch direkt checken, wo und wann die Abweichungen sind. Kleiner Nachteil oder doch vielleicht eine Sache, wo ihr was draus lernen könnt. In dem Haus gibt es keine Einzelzähler, zumindest nicht flächendeckend. Also es gibt einzelne Bereiche, die dann einzelne Zähler haben, aber ja, nichts Vernünftiges, wo man es wirklich verwerten kann. Und da habe ich natürlich schon den Tipp bekommen oder beziehungsweise ich habe es auch selber schon mal angedacht, Zwischenzähler zu installieren. Muss aber dazu sagen, das hätte so um die 1100 Euro gekostet und da dachte ich mir so, ja gut, die Verbrauchswerte, die waren immer relativ konstant, es gab nie Probleme mit den Mietern, die waren sich da immer eigentlich einig und ich sag mal so, ob ich jetzt 15 oder 20 Euro im Monat für Wasser bezahle, ist am Ende für die Mieter wahrscheinlich auch egal, ob es jetzt pro Kopf oder pro Fläche oder wie auch immer geht. Aber ich dachte mir, ja gut, die 1100 Euro, die kann ich ja nicht umlegen, die bleiben ja bei mir hängen. Und da die Mieter sich immer einig waren, warum? Ja, okay, wurde ich jetzt eines Besseren belehrt, da hätte ich jetzt vielleicht etwas in der Hand gehabt. Und dann habe ich natürlich mich dann sofort bei meinem örtlichen Wasserversorger gemeldet und gesagt, ja hier, wir haben ein Problem, da habe ich erstmal gar nichts gehört. Dann habe ich nochmal nachgefragt nach einem Monat, wie sieht es denn aus? Auch keine Rückmeldung und dann habe ich ja, nochmal eine andere E-Mail-Adresse probiert, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich angerufen habe. Und da wurde mir dann gesagt, ja, das Einzige, was wir machen können, ist eine Befundprüfung. Das heißt, der Zähler wird ausgebaut, der wird dann dort vor Ort geprüft und dann am Ende wird dann entschieden. Und wenn das ja zu meinen Gunsten ausfällt, dann kriege ich natürlich alles, ja, ich sage jetzt mal gut geschrieben, wobei ich ja noch gar nichts bezahlt habe. Und im Falle ja, zu meinen Lasten müsste ich halt die Kosten für diese Prüfung tragen und natürlich ja, den Wasserverbrauch.
Wobei ich natürlich schon im Internet nachgeguckt habe und da gab es halt Fälle, wo die Leute dann am Ende geklagt haben und dann Recht bekommen haben. Und ja, das geht hier, glaube ich, ich müsste nochmal nachgucken, aber im Prinzip wurde in diesen 2 Monaten mehr verbraucht als im ganzen Jahr. Und ja, das ist halt alles ein bisschen komisch. Und deshalb mache ich mir heute mal die Arbeit, fahre nach Gelsenkirchen. Die Prüfung dauert in etwa 2 Stunden, wurde mir schon gesagt. Das heißt, mit Hin- und Rückfahrt bin ich hier gute 3 Stunden wahrscheinlich außer Haus. Das ist schon wieder mega nervig, weil im besten Falle, wenn alles zu meinen Gunsten ausgeht, dann habe ich immer noch 3 Stunden Zeit verloren. Aber für euch hier vielleicht mal ein unterhaltsames Video zusammengeschnitten. Ja, so sieht's aus. Also, ich bin jetzt unterwegs und werde dann gleich berichten, was es dann gegeben hat. So, ich bin wieder raus. Die Befundprüfung war ja erfolgreich, also zu meinen Gunsten. Und ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Also auch generell muss ich sagen, im Nachhinein war das wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Sendung mit der Maus. Also ich bin da wirklich an einen sehr kompetenten und hilfsbereiten Mitarbeiter geraten. Also der hatte da wirklich Spaß dran, mir alles genauestens zu erklären und hat mir alles Mögliche, also der hat wirklich overdelivered, kann man sagen, also wirklich weitaus mehr, als er hätte mir hätte zeigen müssen oder sollen. Also klar, ich habe auch Fragen gestellt und hat mich auch interessiert, was die da so machen und so. Und dann hat er mir da noch ein anderes Labor gezeigt und auch gezeigt, wie die Zähler wieder instand setzen und wieder neu, ja, ich sag mal, revidieren. Ja, also die werden dann neu, die werden gesandstrahlt, pulverbeschichtet und so weiter. Und dann gehen die wieder zurück und auch wie man die justiert. Also die werden ja geeicht, die Zähler. Und die funktionieren ja nicht auf Anhieb perfekt, also müssen die halt justiert werden. Hat er mir das alles genau gezeigt, wie das funktioniert, während die Prüfung lief. Denn bei der Prüfung, also die haben da quasi wie so eine Batterie, wo bis zu 12 Zähler hintereinander geprüft werden können. Und dann wird im Prinzip eine definierte Wassermenge durchgeschickt durch den Zähler. Und das wird dann halt überprüft anhand einer Waage. Und die Waage ist dann halt wieder gekoppelt mit Temperatur und Luftdruck. Also so, dass halt genau das ausgerechnet wird, weil ein Liter und ein Kilo ist ja sozusagen nur irgendwie bei 20 Grad oder so definiert, irgendwie so. Und deshalb wird das alles ganz, ganz genau erfasst. Und das wird dann bei 3 verschiedenen Durchflussgrößen oder Geschwindigkeiten oder Volumen wird das dann gemacht. Also im Prinzip ganz langsam, so mittel und dann halt bei der Belastungsgrenze, also voller Anschlag, irgendwie, ich glaube, 5 Kubikmeter die Stunde, so glaube ich, ja, wird das dann getestet. Und da gab es halt eine enorme Abweichung. Aber ganz interessant, und das hat mich schon total beruhigt, war, als der ja, nette Herr mich abgeholt hat an der Pforte, dass er schon gesagt hat, ja, wir machen jetzt gleich die Prüfung, aber schon mal vorweggenommen, ich habe da schon so eine Idee. Ja, und da meinte der dann, dass man so Kristalle sieht, wenn man in den Zähler reinguckt. Und ja, die hat man dann halt auch gesehen. Ich hätte jetzt gesagt, das sind Kalkablagerungen, aber tatsächlich weiß man das nicht genau. Die vermuten, das liegt mit dem Hersteller der Dichtung, liegt das irgendwie zusammen und dass das dann dazu führt, dass diese Kristalle sich bilden und dann den Zähler blockieren. Aber das würde ja eigentlich nur heißen, eigentlich wurde dann ja weniger Verbrauch angezeigt, als tatsächlich verbraucht wurde. Aber da hat er gesagt, das ist eigentlich völlig egal. Sobald es da irgendeine Auffälligkeit gibt bei dieser Befundprüfung, wird im Prinzip das Zählergebnis da verworfen. Und ich brauche mir da jetzt erstmal keine Gedanken machen und das Protokoll kriege ich dann. Und dann, ja, kam das dann im Prinzip dabei heraus. Also bei diesen 3 Untersuchungen kam halt 3-mal falsche Werte heraus als das, was angezeigt wurde, aber immer nur zu wenig, nicht zu viel. Also es wurde zu wenig gezählt und der Zähler stand tatsächlich. Und dann haben wir den Zähler ja nochmal auseinandergenommen, uns das alles genau angeguckt. Und da hat man dann auch gesehen, dass diese ganzen Kristalle dafür gesorgt haben, dass der Zähler blockiert und dass der nicht weiterläuft. Und das war dann auch total schwergängig. Ich habe ihm dann auch gesagt, gut, ich habe jetzt keinen Vergleich. Und dann ist er aufgesprungen, hat mir dann erstmal ein neues Zählwerk geholt, dass ich das auch mal sehe. Also fand ich echt total gut, muss ich sagen. Also ich habe erst überlegt, das Video nochmal neu aufzunehmen. Aber dann seht ihr auch mal, ich reg mich halt auch mal auf. Und wurde dann doch irgendwie echt positiv überrascht am Ende von der ganzen Geschichte. Ja, und nur mal, dass ihr so eine Größenordnung habt, warum ich mich denn überhaupt beschwert habe.
Im Normalfall ist es so, dass die Mieter jährliche Wasserkosten haben von, sagen wir mal, ich sag mal so 600 bis 800 Euro, ohne das jetzt genau nachgeguckt zu haben, aber so ungefähr die Größenordnung ist das. Und in diesen zwei Monaten, um die es halt geht, wären zusätzlich, also nicht insgesamt, sondern zusätzlich nur in diesen zwei Monaten 2400 Euro angefallen an Wasser. Und das Teure am Wasser ist ja eigentlich nicht das Wasser, sondern das Abwasser. Das ist ja nochmal teurer. Und deswegen habe ich mich geweigert, den Zählerstand durchzugeben, weil ich habe ja diese Fehlermeldung bekommen und dann habe ich gesagt, nee, ich belasse es dabei und reklamiere das sofort, weil ansonsten hätte das nämlich einen Automatismus angestoßen. Das heißt, Gelsenwasser hätte mir dann einfach, ja, ich sage jetzt mal so, circa 2400 Euro zusätzlich abgebucht. Und dann hätten die das automatisch an die Stadt übermittelt, den Wasserverbrauch. Und die Stadt sagt dann einfach, ja, wenn du so viel Wasser verbraucht hast, dann hast du auch automatisch so viel Abwasser verursacht. Und deswegen, bitte zahlen. Und dann sind die dann natürlich auch relativ schnell bei der Abbuchung. Und das kann man ja dann oft nicht stoppen. Ja, und dann dachte ich einfach, bevor da jetzt mehrere tausend Euro von meinem Mieterkonto runtergehen und ich da wieder hinterherlaufen muss, ja, stoppe ich diesen Automatismus, indem ich den Zählerstand gar nicht erst durchgebe. Ja, klar, die haben den Zählerstand natürlich jetzt bekommen und jetzt wird das aber auch erstmal alles korrigiert. Ich weiß nicht, wie das jetzt richtig berechnet wird, das werden wir dann sehen. Da gebe ich euch aber gerne nochmal ein Update, sobald wir da sind. Und aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Ich kann jetzt den Mietern schon mal sagen, ja, da wurde was festgestellt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass da was bei herauskommt. Aber ja, das soll es auch geben, hat er mir gesagt. Kommt auch mal hin und wieder vor. Aber er hat natürlich sonst, also deswegen hat es mich gewundert, warum der so freundlich war, weil der hat ja wahrscheinlich sonst immer nur so Leute zum Abgewöhnen da sitzen. Also zum Beispiel hat er mir eine Geschichte erzählt, da hatte jemand einen Jahresverbrauch von 12 Kubikmetern. Und 12 Kubikmeter bei einem 3-Personen-Haushalt wäre im Prinzip, jeder drückt einmal die Klospülung am Tag und das war's. Er sagte schon, ja, wahrscheinlich benutzen alle das Klo und abends der Letzte, der drückt dann einmal ab. Weil anders kann man sich das nicht erklären. Und der Herr, der dann halt sich beschwert hatte, der saß da, weil er der Meinung war, da wäre zu viel verbraucht worden. Ja, und das ist, sag ich mal, rechnerisch eigentlich nicht möglich, 12 Kubikmeter zu verbrauchen, wenn man halt die ganze Zeit im Haus ist. Naja, aber auf jeden Fall, für mich ist das Ganze dann ja nochmal gut ausgegangen. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, für dich war das irgendwie auch interessant, mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Für mich war es auf jeden Fall interessant. Und ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also macht's gut.